haben das Ziel, die Patientinnen und Patienten, wenn sie wollen, von der Erstdiagnose oder von der Zeit in der Diagnostik bis zum Ende zu begleiten. Und was heißt das jetzt? Also erstmal gibt es natürlich Menschen, die schockiert sind, wenn sie in die Situation kommen, eine Krebsdiagnose vielleicht zu bekommen. Da können wir versuchen, zum Teil zu unterstützen, indem wir erklären, was auf sie zukommen wird, rein vom Prozedere, indem wir versuchen, die Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten zu erleichtern, auch die Gedanken ordnen helfen, die ja oft dann sehr durcheinander gehen, die Fragen, die die Menschen in der Situation haben, aufnehmen, ohne selbst Betroffene zu sein. Ich glaube, das ist im Moment dann das Wichtigste, was wir bieten können. Und mit der Zeit sortiert sich das. Braucht jemand eine längerfristige Begleitung, also bis hin zu einer psychotherapeutischen? Reicht es so eine Art Coaching, also Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, was machen Sie jetzt, was tun Sie dann? Oder auch zu sagen, da braucht jemand Sozialberatung, da braucht jemand vielleicht Familientherapie oder für die Kinder eine Ansprechstelle oder sowas. Also wir stehen mal für all diese Fragen, auch wenn sie erstmal ganz ungeordnet sind, zur Verfügung. Und ich glaube, so definieren wir uns auch. Einmal, wenn die Menschen hier auf Station sind, deren nähere Angehörige, also oder Zugehörige sind so Freundeskreis, sind auch für uns, gehören zu dem System des Menschen dazu und sind insofern auch wichtige Adressaten unserer Arbeit. Also jemand, der einen Menschen mit einer Krebserkrankung unterstützt im privaten Bereich, ist auch unterstützungswürdig sozusagen. Kapazitätsgemäß können wir leider nicht jetzt eine Großfamilie jedem Einzelnen irgendwas geben, aber wir haben auch schon Familiengespräche mit über 5 Personen gehabt, also das geht erstmal gut. Auch da muss man dann mit der Zeit sehen, das muss ich sortieren, also müssen die wirklich alle bei uns bleiben oder reicht gelegentlich ein Gespräch. Also das ist, hat auch schon sowas mit dem Zugang zu tun. Die Menschen, die stationär sind, da treffen wir einfach auch die Angehörigen oft auf Stationen. Also jetzt durch Corona wird es dann besprochen, dann kommen die zu uns in die Ambulanz. Aber das ist der einfachste Zugangsweg. Ansonsten melden sich manchmal bei uns auch Angehörige, wo die Patienten gar nicht unbedingt so scharf darauf sind, mit uns zu arbeiten. Und die rufen dann über die Website, kann man dann unsere Telefonnummer sehen. Und da rufen die an und lassen sich einen Termin geben. Manchmal wird auch über die Ärztinnen und Ärzte auf Station der Termin gemacht. Ja, ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte. Dann gibt es auf Station für die Patienten selbst ein Distress-Thermometer. Das ist so ein Belastungsthermometer, was sie ausfüllen, wo die oberste Belastung ist bei 10 und die untere ist bei 0. Also die sind tiefenentspannt bei 0. Und jetzt soll sich jeder selbst einschätzen, wie die Person sich gerade empfunden hat. Wenn jemand 5 oder mehr eingegeben hat und nicht ausdrücklich sagt, er will uns nicht sehen, machen wir einen Besuch. Um dann wieder zu gucken, ist das jetzt einfach eine ganz adäquate Reaktion, gestresst zu sein, wenn man so eine Krankheit hat. Das ist ja erstmal eine unglaubliche Herausforderung. Ich würde sagen, es gibt wenige goldene Regeln. Da gibt es eine goldene Regel. Man sollte wahrhaftig umgehen mit Menschen. Und man sollte, also es wünschen sich die meisten auch für sich selber, dass sie nicht angelogen werden. Und das ist auch einfach weniger anstrengend. Also wenn ich so tue, als wenn alles in Ordnung wäre, wird das immer schwieriger werden. Also ich verändere mich vielleicht optisch. Also stellen Sie sich vor, jemand kriegt eine Chemotherapie, die Haare gehen aus. Bei fast allen ist es auch sichtbar, wenn sie eine Perücke tragen. Und was soll ich jetzt erzählen? Indem ich Informationen reingebe, vielleicht eher eine Richtung erreichen, in der ich möchte, dass über mich gesprochen wird, als wenn ich das alles nicht tue. Auch, das ist mir noch wichtig zu sagen, wenn ich jetzt Angehörige verdonnere, das darf aber niemand wissen, sitzen diese Angehörigen oft sehr da und haben vielleicht selber ein ganz anderes Bedürfnis, mit der Krankheit umzugehen. Und Angehörige sind auf ihre Weise auch Betroffene, nur nicht am eigenen Leib, sodass wir dann auch immer wieder da unterstützen, dahingehend, dass wir sagen, vereinbaren Sie doch, dass Sie mit den Menschen, die für Sie wichtig sind, besprechen können, was Sie wollen. Und die erkrankte Person spricht wieder mit den für sie wichtigen Leuten das, oder kann es auch verschweigen. Ja.
Das hängt natürlich sehr von der Persönlichkeit des Menschen ab, auch sehr stark davon ab, wie krank ist denn jemand bei Diagnose. Es gibt ja sehr unterschiedliche Krankheiten. Also es gibt welche, wo man sagt, naja, das wird jetzt behandelt und dann gibt es aber eine sehr gute Aussicht, auch komplett geheilt zu sein. Und es gibt Menschen, die werden, bei denen steht bei der Diagnose fest, dass sie eine begrenzte Lebenszeit durch diese Erkrankung haben. Insofern braucht es unterschiedliche Dinge. Auch jemand, der vielleicht einen Gehirntumor hat und seine Kontrolle zu verlieren droht über das Denken, dem würden wir relativ zeitnah auffordern oder also empfehlen. Es bleibt ja immer bei den Menschen, vielleicht doch eine Patientenverfügung zu machen, eine Vorsorgevollmacht, während das bei anderen Krankheitsbildern ganz in den Hintergrund tritt. Also da ist wichtig auch zu gucken auf die soziale Situation. Gibt es abhängige Personen wie kleine Kinder? Also alleinerziehende Personen mit kleinen Kindern, da muss natürlich anderes reguliert werden als eine alte Person, die vielleicht sowieso schon an einem Punkt ist, zu sagen, also ich habe mein Leben gelebt. Ja, also da geben wir unterschiedliche Hinweise. Ich glaube, was ganz wichtig ist, es ist erstmal vollkommen normal, wenn ich so eine Krankheit kriege, dass ich auch mit meiner Sterblichkeit konfrontiert bin, dass ich da auch vielleicht Angst habe, panisch reagieren könnte oder so. Es ist erstmal normal, dass die Menschen starke emotionale Ausschläge haben. Es ist meistens so, dass es eine Form von Routine dann im Laufe der Behandlungszeit für alle gibt. Und ich glaube, man sollte aufhören zu pathologisieren, wenn jemand weint. Das ist in Ordnung. Es wäre gut, für sich in Anspruch zu nehmen, dass man eben, obwohl jemand sagt, sie brauchen keine Angst haben, dass ich eben doch Angst haben kann oder auch wütend sein kann auf Schicksal. Das ist erstmal alles vollkommen erlaubt und in Ordnung. Und es sollte nur so gelebt werden, dass es nicht eine zusätzliche Belastung für die Erkrankten und ihre Angehörigen wird. Aber erstmal gucken Sie, auch wenn wir abgelehnt werden, das kann für manche ganz wichtig sein. Jetzt, ich habe noch nie fremde Hilfe angenommen und jetzt soll ich fremde Hilfe annehmen. Das ist ganz was Schwieriges plötzlich. Gucken Sie, welche Werkzeuge haben Sie schon erworben im Laufe Ihres Lebens, um mit Krisen fertig zu werden. Es ist eine Krise. Also oft höre ich, dass das Todesthema tabuisiert wird, auch gerade von Angehörigen, die auch meinen, wenn sie das ansprechen, dem Patienten in den Rücken zu fallen. Ich erlebe so, dass eigentlich jeder, der eine Krebsdiagnose hat, erstmal schon damit wirklich in Kontakt kommt, also oft so eine Todesangst aufflackert, egal ob das realistisch ist oder nicht. Damit kommen wir manchmal zum ersten Mal im Leben in Kontakt. Nicht alle. Manche sagen auch, ja, okay, wird behandelt und ist wieder weg, ist gut. Ja. Aber viele schon. Und ich glaube, dass das auch ein gesellschaftliches Phänomen ist, dass da viel zu wenig über die eigene Sterblichkeit nachgedacht werden darf. Und wenn wir jetzt eine Krebserkrankung oder eine andere potenziell tödliche Erkrankung haben, sind wir herausgefordert an dem Punkt. Und ich glaube, wir können alle nur davon profitieren, wenn wir darüber reden rechtzeitig. Wenn wir uns also auch informieren, was passiert denn eigentlich in der Situation und worauf kann ich denn dann hoffen? Und auch dafür steht die Psychoonkologie dann zur Verfügung. Also wir sind im Gegensatz oft zu den Angehörigen, für die ja die Welt zusammenbrechen könnte, wenn jetzt jemand verstirbt. Unsere Welt bricht dann nicht zusammen und so können wir dann auch einigermaßen ruhig diese Themen ansprechen. Oder wenn sie angesprochen werden, auch erkennen, dass in einer bestimmten Formulierung genau diese Frage versteckt war. Aber es hat auch jeder Mensch das Recht, darüber nicht zu sprechen. Man kann vielleicht so das Bild nehmen vom krebsfreien Raum. Also es gibt zu Anfang so eine Situation, wo alles auf die Frage Krankheit, Therapie, Lebenserwartung und so weiter abgeklopft wird. Und überall und jederzeit ist dieses ein Thema, also beim Essen, das darf ich nicht essen, weil das macht vielleicht Krebs und das muss ich essen, das mag ich zwar nicht, weil das macht vielleicht Krebs weg oder so. Also der Wunsch, irgendwie selber was zu tun, ist ganz groß. Ich glaube, dass man einiges tun kann, natürlich schauen, dass der AZ, also der Allgemeinzustand einigermaßen gut ist. Aber sonst auch gucken, wie sortiere ich meine Fragen und Gedanken zu dem Thema so,
dass ich sie begrenzen kann, dass es also nicht mehr überall Thema ist, sondern ich habe vielleicht, wie eben in einem Haus mit verschiedenen Zimmern, da gibt es ein Zimmer, in dem ist die Bibliothek mit den Krebsbüchern und da werden die dazugehörigen Gespräche geführt, also im bildlichen Sinne jetzt und nicht überall und jederzeit. Ja. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, auch zu gucken, die Frage umzudrehen, so nicht mehr zu sagen, ah, jetzt geht das nicht mehr, jetzt geht das nicht mehr, sondern konsequent zu gucken, was geht denn jetzt, trotz der Krankheit, was kann ich denn? Weil das, was sich am meisten verändert, ist oft das Denken über mich selbst. Wenn ich über mich als Patientin denke, dann denke ich, ja, ich kann das nicht mehr oder vielleicht nur noch einmal oder so. Wenn ich aber auf meinen körperlichen Zustand achte, wie ist denn der jetzt und was ist mein Bedürfnis jetzt, dann kann ich sagen, jetzt will ich das. Und dann erlebe ich das vielleicht viel weniger als Verlust, als Möglichkeit, mir gemäß mein Leben zu leben.